Scheiße. Schneller, schneller, schneller. Komm, 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 komm. Oh. Bestzeit sogar. Ja. Geil. Ich drehe am Teller, ey. Das haben wir auch. Jetzt kommt mein Albtraum-Level. Siehst du, es wird langsam mit dem Erfolg. Wenn du jetzt schaffst, noch High Time und dann wird super. Jetzt kommt High Time. Scheiße. Also jetzt werde ich gleich komplett ruhig sein. Ich brauche hier Konzentration. Also Vanessa, ich vertraue darauf, dass du jetzt raushaust, bis zum geht nicht mehr. Ja, also erstmal, wir drücken jetzt ihm ganz, ganz fest die Daumen, dass Lars das schafft. Das ist nämlich ein verdammtes Kacklevel. Ich habe auch sehr. Möge Alex mir gefolgt sein. Scheiße. Ich habe so einen Höllenrespekt vor diesem scheiß Level. Das gibt's nicht. Absolut nachvollziehbar. Es ist. Ich habe auch so viele Probleme damit gehabt. Ich will gar nicht wissen, wie das bei mir aussieht, wenn ich es irgendwann mal let's play, wenn es bei mir nochmal wieder weitergehen würde. Ja, du hast ja momentan ein großes Zeitproblem, soweit ich das weiß, ne? Sagtest du. Ja, dazu sollte ich eigentlich auch mal ein Video aufnehmen. Ja, selbst dafür hat sie keine Zeit. Ja. So ist das. Oh, hält sie fest. Geil. Ich bin ja schon froh, dass ich letztes Mal geschafft habe, diese eine Erwachsene aufzunehmen. Hält sich nochmal fest. Geil. Crash. War ja... Er hat mich schon echt gewundert. Wobei ich muss auch sagen, wenn ich ein paar... Nein! Crash! Was machst du? Es war so gut! Und er kackt einfach ab! So. Oh, ich denke, wir. Achso, ja. Wenn ich ein Paket kriege, dann gucke ich einfach, dass ich dafür die Zeit habe. Das ist mir dann wichtig, das auszupacken. Aber ich selber neugierig bin, was das ist. Das ist unglaublich, ey. Ich lasse einfach meine Wut an die Terroristen aus, da passt es dann. Ja, es sollen Terroristen sein. Für die, die es nicht wussten, es sind Terroristen. Ein paar Terroristen weniger tun auf dieser Welt auch nicht. Ja, das ist richtig. Haben wir gerade zu viel auf der Erde. Oh ja. Und damit meinen wir nicht nur die Terroristen, die fundamentalistisch angehaucht sind, sondern auch noch ganz andere Terroristen. Es gibt ja so viele Arten von Terroristen. Ne? Es gibt ja auch psychische Terroristen. Ne? Ja. Zum Beispiel Mobber sind auch in gewisser Weise Terroristen. Mhm. Finde ich zumindest. Das ist ja so. Die machen, nee, es ist doch die machen so. Ja auch auf. Er ist gesprungen. Das ist Terror. Ihr müsst mir das glauben. Ich habe gerade nicht die Sprungtaste gedrückt. Er ist trotzdem gesprungen. Er ist gesprungen, obwohl er es gar nicht sollte. Crash hat sein eigenes Leben entwickelt. Er hat die Schnauze voll. Mein Albtraum wird wahr. Die erste Crash Creepypasta Real Life. Einmal habe ich eine Creepypasta zu Crash Bandicoot geguckt, ey. Ich habe echt nur gedacht, schon scheiße. Wie viele Spiele habe ich nicht auf 100% durchgespielt? Oh, fuck. Danach habe ich gesagt, ich spiele nur noch Spiele auf 100%. Nur noch. Damit ich ja durch bin. Aber Creepypasta können schon sehr cool sein. Ich mag nicht. Ja, manche, aber es gibt auch Schrott! Scheiße. Es gibt auch viel Schrott. Was ich vor allen Dingen gut finde, sind die Pokémon Creepypastas. Die sind gut gemacht. Gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich hab die mir nie angehört. Frrrr. Schnauze. Immer diese Menschen, die mit irgendwelchen Sachen rumwerfen. Haben die hält sich nicht fest! Oh Mann. Das war so gut. Das war so gut. Scheiße. Mal. Motiviert mich. Weiter. Du bist ja wirklich an sich nicht schlecht. Danke. Kann ich dir sagen. Kannst aufhören zu schleimen. Ich schleime nicht. Dann mach weiter. Scheiße. Ich brauche die dreifache Maske, sonst wird das nichts. Ja, der dreifache Akku ist hier echt entscheidend. Der ist hier echt sowas von entscheidend. Scheiße. Lass mich doch hoch! Danke. Ich bin gerade auf eine Idee gekommen. Ich muss erst mal dazu sagen, ich habe letztes Jahr zu Lars gesagt, dass ich für ihn ein Paket machen möchte. Letztes Jahr. Und ich habe gemeint, das wird auch fertig in dem Jahr. So, es ist übrigens nicht fertig geworden. Wir haben mittlerweile 2018 und Lars hat von mir immer noch kein Unglaublich. Päckchen. Also, ich habe jetzt Zeit. Ja, super.
Aber ich habe ihm auf eine Idee gebracht, was ich jetzt für ihn in das Päckchen reinmache. Das war's. Ich habe da jetzt voll die Idee gekriegt. Wie kann ich, die Maske... Ich nehme die eine Sache raus und mache jetzt was anderes. Eine Frage, wie kann ich aus der Höhe immer noch die Maske verlieren? Das dürfte doch eigentlich gar nicht gehen. So hoch schlagen die Flammen doch nun wirklich nicht. Ich meine, sie schlagen zwar hoch, aber niemals so wahnsinnig hoch. Niemals. Ich lege Beschwerde bei Naughty Dog ein. Über 20 Jahre zu spät, aber egal. Kannst du auch mal Crash dazu schreiben, dass immer wieder ein schönes Spiel rausbringen soll. Am besten neuen Crash-Teil. Ja, genau. Ich finde hier alles, was nach Teil 3 kam und nicht mehr von Naughty Dog war. Ja, das Ding ist ja eben halt, in dem Fun-Fact weiß ich auch. Mittelmäßig. Nur... Ja, toll, vom Rick. Nämlich, dass Naughty Dog gar nicht die Rechte hatte. Die hatten sie einfach nie. Die haben den Auftrag gekriegt, hier macht mal. Die haben gemacht. Also sie hatten wahrscheinlich die Rechte für drei Jump'n'Run-Spiele, also wie ein Bonusspiel, und das war's dann. Ja, ist egal. Sobald die Dreifachmaske nicht erreichbar ist, hast du schon verloren hier. Es ist leider so. Es ist für Platin unabdingbar, dass du drei Masken hast. Und ohne die dritte Maske wird es nichts. Und da dieser Scheiß-Terrorist meinte, ich reiße ihm jetzt mal die Maske vom Leib. Und nur die Maske. Ach, Leute. Es ist genau das, was ich... Wir haben jetzt gar nicht zweideutig gedacht. Oder so. Es ist genau die Scheiße, die ich befürchtet habe. Ich habe es befürchtet, dass es so kommt. Das ist das, was ich an High Time so hasse. Es ist ein absolutes Hass-Level von mir. Noch vor Hot Coco, und das will schon was heißen. Ich hasse dieses Level. Das macht mir immer solche Probleme und interessant. Alle, die das Spiel kennen, können dich vollkommen verstehen, das vollkommen nachvollziehen. Ich habe schon wieder eine Maske verloren, ich probiere es trotzdem. Er ist im Teppich stecken geblieben. Er ist einfach stecken geblieben. Da war nichts mehr drin. Der bleibt da einfach drin stecken. Ja. Das ist unglaublich. Ist das frustrierend. Genau, dieser Titan ist so ein Level, für den habe ich schon was. Wie wir es schon mal gesagt haben. Das war Glück. Das war echt Glück. Das war jetzt fast flambiert Bandicoot. Nur beinahe. Ach nee, du hast ja eine Maske. Ja, zum Glück. Die brauche ich auch. Ohne die... Da ist er schon wieder gesprungen. Er ist gesprungen, obwohl er es gar nicht sollte. Seid ihr Eigenleben. Danke, dass du nicht den Tokenkopf mitgenommen hast, Crash. Aber dafür nimmt er den Teppich nicht mit. Och, Mann. Das ist so kotzen. Er möchte diesen Teppich nicht kaufen. So. Es ist so zum Kotzen. Die Uhr darf nicht außerhalb der Reichweite sein, weil sonst verschwindet die nämlich. Das ist eine richtig freche Uhr. Sobald du die nicht beobachtest, verschwindet sie. Ja, sie will doch auch Aufmerksamkeit. Der Teppich ist so niedrig. Oh, Mann. Ich hasse dieses Level. Wie die Pest. Ich hasse High Time. Mit ganzer Seele hasse ich diese scheiß Level. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, danke. Das war schon. Irgendeins dieser Köpfe bei Naughty Dog oder so. High Time hätten sie so echt schenken können. Echt. Das ist so ein scheiß Level. Ich bleib da auch bei. Auch wenn da jemand dabei ist, der sagt, oh, das ist doch ganz einfach. Ja, schön. Die Leute gibt's immer. Die sagen, ja, das ist doch ganz einfach. Ich finde solche Leute auch toll. Und richtig schön finde ich, wenn du dann sagst, ja, okay, wenn das so einfach ist, dann mach mal, und die Leute es dann selber nicht hinkriegen. Finde ich dann immer richtig toll. Okay. Es gibt ja wirklich so Leute, die fangen ja an, ja, ist doch voll einfach, das will ich voll gut hinkriegen. Dann drückst du dann den Controller in die Hand und dann kriegen sie es selber nicht hin. Ja, toll. Crash hängt sich da erstmal fest. Super. Jawoll! Jetzt gibt's aufs Maul!
schaffst du. Wir glauben jetzt alle ganz fest an dich. Wer, wenn nicht? Oh Gott, ich fieber gerade voll mit dir mit. Platin! Es ist vollbracht. Jawohl. Der Albtraum ist überwunden. Ich habe tatsächlich gedacht, das würde jetzt viel länger dauern. Gratuliere. Der Albtraum ist überwunden. Zwar nicht first try, aber er ist überwunden. Aber schneller als gedacht, muss ich sagen. Also ich habe jetzt gedacht, wir würden daran länger hängen. Habe ich auch gedacht. Jetzt kommt wieder ein Rennen. Super. Es gibt wieder motorisierte Ärsche. Geil. Das ist, vielleicht das ist wieder jetzt mein besser. Thema. Natürlich nehmen wir die Fuzzis wieder mit, ist ja ganz klar. Ne? Ich bin auch wieder ein bisschen ruhiger, Leute. Es tut mir leid. Aber Zeitkiste vergessen. Ja, super. Ich habe ja gerade gesehen, wir haben schon wieder 71. Wir haben 24% geholt. 20? Nee, das ist ein bisschen viel. 14%. Entschuldigung, 14%. 14%. Ist auch ganz brauchbar. 14%. Ja. Und alles Platin-Relikte. Ja, das war es, glaube ich, schon. Aber hier, bei dieser Strecke, darfst du dir genauso wie bei der vorigen Strecke keinen einzigen Fehler leisten. Jeder einzelne Fehler wird sofort bestraft. Das ist so zum Kotzen, dass du keine Fehler machen darfst. Aber ich muss ja schon sagen, wenn man wirklich die Platinum-Challenge macht, dann sind 14% auch schon relativ viel, finde ich. Ja, das stimmt wohl. Weil wir haben ja schon gesehen, manche Platin-Relikte. Ich mal bedenke, wie der Rixi ihn in einem Stream mal eben so abgefrühstückt hat, so, ja, Platin, so, ich bin fertig. Wo ich so gedacht habe, so, Alter, Junge. Ja, da bin ich ja dabei gewesen. Ich habe mir auch gedacht, wow. Ja, toll. Das war wieder der metallische Arsch, danke. Ja, gleich nochmal, weil er so geil war. So, Leute, das machen wir gleich nochmal. Das war scheiße. Ich wusste doch, dass so eine Scheiße wieder kommt. Also ich sag mal so, alles, was jetzt über Hightime hinausgeht, ist Bonus quasi. Also ich habe echt gedacht, genauso wie du, dass ich bei Hightime wieder so derart hänge wie damals. Mindestens 2-3 Parts und dann so... Scheiß drauf, Hauptsache ich hab was, danke. Das war ja ganz normal. Ich muss aber auch sagen, dass mein Respekt, dass ich hier wirklich Platinum-Challenge mache. Ich würde das, glaube ich, niemals machen. Weil ich habe schon mal privat versucht und ich weiß, was ich für Probleme hatte. Ich ja auch anfangs. Ich hatte auch anfangs Schwierigkeiten. Und du siehst ja, dass du es einmal geschafft hast oder zweimal oder dreimal, ist keine Garantie, dass du es das vierte Mal schaffst. Vor allem nicht, wenn du es aufnimmst. Also genau. Es ist immer wieder was Neues, quasi. Komm, nimm die mit. Danke. Und die Sekundenkiste. Wunderbar. Und die vier da drüben. Jawolski. Wir müssen übrigens 1,17 etwa schaffen. Am besten genau 1,17. Bis jetzt sieht es ja auch nicht ganz gut aus. Ja, wenn ich jetzt nicht irgendwo in die Begonien fahre und die Gärtner beglücke mit seiner... So. Das war schon mal scheiße. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Das befürchte ich auch. Du kriegst schon die ganze Zeit auf die Zeit. Verpiss dich, du Penner! Das war jetzt so knapp. Du hättest eigentlich so runterfallen können. 1,1792. Vielleicht reicht das noch. Ich weiß nicht, ob... Nope, es reicht nicht. Nein. Reicht nur für Gold. Jedes Mal kriege ich vorher Gold. Jedes Mal. Es ist, weil ich diese eine Turbo-Geschichte nicht mitgenommen habe. Diese eine. Es ist egal, wie du sie nutzt, aber du musst sie nutzen, weil sonst hast du schon verloren. Und Hot Coco kommt erst noch. Leute. Hot Coco, das... Ja. Hot Coco, da habe ich auch im Let's Play unwahrscheinliche Schwierigkeiten gehabt. Das weiß ich noch. Das war, glaube ich, das letzte Relikt.